Yeah, we speak about today about Euro 2020 and we are totally happy that we Wir sprechen heute über die Euro 2020 und wir sind sehr glücklich darüber, dass München einer von 13 Austragungsorten sein wird. Das war die Entscheidung, die hier getroffen wurde. Und ich glaube, es war eine Geste des Deutschen Fußballbundes an die englische FA. Unsere Beziehung zu den Verantwortlichen ist wirklich exzellent. England hat in der Vergangenheit einige Abstimmungen verloren, wenn ich mich recht erinnere. Daher ist es heute ein großer Moment für den Verband. Wembley ist ein traumhaftes Stadion mit der höchsten Zuschauerkapazität aller Bewerber. London war ein großartiger Gastgeber für die Olympischen Spiele 2012. Daher ist London auch ein idealer Austragungsort für die Finalrunde der Euro 2020. Wir freuen uns über ein Viertelfinale und auch über die drei Gruppenspiele, denn nun ist auch klar, dass die deutsche Nationalmannschaft mindestens zwei Heimspiele bekommen wird. Die Euro 2024 ist ein ganz anderes Thema, aber klar, unser Interesse an der Ausrichtung ist bekannt und öffentlich. Es hat sich nichts verändert. To speak about 2024, there's another project, another issue. It will arrive. And of course, our interest is well known. It's published. Nothing changed. Great. I'm just having.